Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir den blauen Edelstein geholt und in dieser Level alle Edelsteine geholt. Bams, sehr gut. Und jetzt machen wir einen auf Speedrun. Oh. Keine Ahnung. Wir müssen halt mit diesen komischen... Was sind das überhaupt für Dinger? So Surfboard, Motor, Boote, was weiß ich. Crashboards, ja. So heißen die jetzt. Ich nenne sie so. So soll es sein und so soll es geschehen. Okay. Und ich habe einen Plan. Oh Mann. Ja, hier ist ein Checkpoint. Also hier ist ja nicht schlimm. So. Bams. Und in der Mitte kommt auch ein Checkpoint. Den sollte ich vielleicht nicht kaputt machen, weil dann geht, glaube ich, der Dings nicht mehr. Der Counter. Aber ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht. So. Schnell zum nächsten. Sehr gut. Sehr schlecht. Ich fahre auf einmal irgendwo ganz anders. An einem wunderbaren Ort. Und der Counter beginnt nicht. Verdammter Dreck. Gib mir mal ein Leben. Ach man. Da muss ich von Anfang bis Ende anscheinend schaffen. Supi. Also nicht von Anfang bis Ende, aber muss immer von Anfang an anfangen, weil anscheinend, wenn ich den Checkpoint aktiviere, geht das wohl auch nicht mehr. Obwohl er irgendwie danach anfängt, der Counter. Okay, gut zu wissen. Ich habe 32 Leben, das kann auch dauern. Ne. Schafft man halt eigentlich so. Ja, meine Güte. Warte ich denn hier immer? Wo ist mein Akku? Ich hatte den noch gerade. Ja, okay, ich habe die Level hab die Level verlassen, aber trotzdem. So. Zack. Und dann bekomme ich ja immer zwei Akku-Akkus. Auf, das war doof. So, jetzt einfach hier nach rechts, ne? So, schnell, 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 schnell. Speedrun. Du verpiss dich. Vielleicht muss ich von Anfang bis Ende einfach schaffen, ne? Boah, das klappt sogar. Schnell, 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 schnell. Ich habe nur ein Aquakum, mir kann nicht so viel passieren. Oh Mann. Ist egal. Ja! So schwer war es eigentlich gar nicht. Sehr schön. Boah, 3 Minuten, wir haben schon wieder einen Edelstein bekommen. Hohoho. Ah, die letzten Level werden mich so zerstören. Habe ich so das Gefühl. Okay, ist gut. Wir machen Speedrun. So, hier haben wir eigentlich alles. Bis auf den roten haben wir alles. Das ist schon mal gut. Okay, den lassen wir erstmal links liegen. Nächster. Wie kämpft man eigentlich nochmal gegen die Bosse? Man muss ja irgendwie nochmal gegen die Bosse kämpfen können, ne? Wie geht denn das? So, Snowbees. Welche Level war das? Warte mal, ich weiß. Wo ist es? Anscheinend nicht hier. Keine Ahnung, wir gehen einfach mal hier rein. So im nächsten Warbraun. Wo ich ein Geheimnis entdeckt habe. So, hier müssen wir mal alle Kisten putt machen. Anscheinend. Oh Mann. Okay, muss ich wahrscheinlich noch warten, bis irgendwie, keine Ahnung. Bis ich irgendwie so eine Plattform sehe oder so. Vielleicht muss ich ja wieder einen Edelstein haben. So, nachgucken besser. Ich glaube, durch dieses Level bin ich auch schon gerannt. Ich habe nichts gefunden. Aber wenn ich irgendwo eine Plattform sehe, so, die noch durchsichtig ist, dann, ja, weiß ich, dass ich irgendwie ein Dings war. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht sterben darf oder so. Aber wenn ich von Anfang an beginne, ist das doch egal, ne? Ich glaube, hier. So. Wenn ich sehe, wie sie in Millionen Teile zerfliegen, ey. Ey. Ich hasse es, wie ich immer irgendwie
nach meinen Sätzen irgendwie so dran, so, ich hasse halt, das mag ich nicht. Wer sagt noch einfach so unbewusst so irgendwo da? Ich glaube, ich brauche den roten Edelstein. Das sieht schon so ein bisschen aus. Dann hier haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir einen grünen Edelstein. Gehen wir da rein. Der Edel. Da glaube ich, habe ich auch irgendwie aus dem Let's Play mal irgendwann so mitgenommen. Da kann man, glaube ich, durch irgendeine Tür gehen. Gibt's ja diese komischen Rohrtüren, was weiß ich. Und durch eine kann man, glaube ich, durchgehen. Habe ich, glaube ich, schon mal versucht, ne? Ach, ich brauche ja nicht alle Kisten. Muss einfach nur. Da muss er doch irgendwie sein, ja, ne? Ich such mal, ganz schnell. Hoppa. Hoppa. Boah. Bestimmt hier. Das ist irgendwie. Aua. Das ist irgendwie der gefährlichste Raum hier. Aua. Ich wusste es. Meine beiden Aqua-Akkus verloren. Nein! Autsch! Oh! Ich hab noch einen Akku. Aua. Ah, okay. Sie vielleicht noch ein Akku oder so? Nee, okay. War nur eine Frage, Mann. So. Wie die eine Nitro-Kiste so am Hüpfen war. Da. So. Also, ein paar Sachen weiß ich noch von irgendwelchen Gameplays, die ich mal gesehen habe in längst vergessenen Tagen, aber reicht, glaube ich, nicht, um irgendwie zu sagen, ja, ich kenne das Spiel. Oh Gott. Oh Mann. Das kann doch nicht so weit sein. Da ist er doch. Ha! Muss ich die Level jetzt noch schaffen? Aua. Bah. Okay. Ich mach die Level einfach mal. So, mal. Ich bin schon riesig auf Crash Bandicoot 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich das? Ach ja, hier habe ich, glaube ich, mal nachgeguckt. Vielleicht kann ich auch einfach nur hier raus, aber lass mal das mal. Aua! Wie sagt der ein Gestock? Wie sagt der ein Gestock? Ah, ich habe ihn verstanden. So, ach nee. Wenn man die alle noch nicht mal töten kann, das ist so, wow. Combo Breaker. Das ist so übel, ne? So, hier ist ein Checkpoint, ja. Jetzt kann man die Dinger kaputt machen, ist klar. Jetzt, wo man durch diesen Höllenraum durchgegangen ist. Oder was, ja, wie ich die Folge nenne. Der grüne Edelstein. Bams. Na, wäre ich da jetzt runtergefallen, ne? Mal letzten Moment. Ah. Zack und bam. So, kein Zeit, Speedrun. So, dann haben wir, wir machen hier den roten Edelstein, ne?
Wir sind ja eigentlich auch schon fertig. Geil. Weiter. Läuft ja super. Ich dachte eigentlich, das wird voll schwierig. Da kommt wahrscheinlich noch. Unbearable. Das ist die Level, wo man irgendwo runterfallen muss. Das weiß ich noch. So. Gehen wir nach Unbearable. Das ist wieder mit dem Dingens vom Bären wegrennen. Wer hat das gedacht? Unbearable. Da habe ich auch schon mal reingeluchst, aber habe ich dann absichtlich nicht weitergemacht, weil ich ja, aua, das nicht offscreen entdecken wollte. Web. Web. Ich tue jetzt auch die meiste Zeit mit der 1 hier rutschen, seit ich das herausgefunden habe. So gut. Geh auf den Weg. Ja, aber das dürfte eigentlich zu schaffen sein. Wie? Oh nein. Du kriegst mich nie. Oh, ja. Nein. Nein. Wir sind so platziert, ne? Dass ich den unmöglich ausweichen kann. So, hier muss man natürlich runterfallen. Wenn ich mich nicht irre. Das war auch ganz schön gemein versteckt, ne? Womit soll man denn rechnen, dass man da runterfallen muss, ganz ehrlich? So, und da hätte ich vielleicht so oder noch mal gehen sollen. Da kann ich so. Ja. So gemütlich jetzt mit R1. Ja, mit Kreis, da musst du ja irgendwie so Fingerverrenkungen machen. Oh Gott. Nein! Da schießt er sogar nicht in dem Moment, wo ich damit rechne, und ich habe trotzdem nicht. Ja, doch, bis hierhin bin ich schon gekommen, weil hier war mal ein Leben. Schon sagen, ja, so viel kann ich ja wohl. Nein! Nein, nicht in. Da kommt so eine Kugel ganz langsam auf mich zu. Boah. Ey. Wie kann so eine Kugel? Okay. So lebensgefährlich sein. Soll jetzt nicht unnötig irgendwie Dings verballern, danke. Dich. Ja, genau so. Boah. Ey, ja. Ah. Boink, boink, boink. Ja, das war beinahe wieder sehr doof. Ich nehme an, ich komme dann einfach da vor dem Abgrund wieder raus. Ma! Boah, wo ist der? Nein. Ist sicher ein Checkpoint. Geil. Was? So, okay. Was ist das denn? Aua. Hab den Lieddruck gesaugt. Was willst du? Nein, die Dinger sind so. Ah. Piss dich. Was? Was so? Da ist immer so eine Maus oder irgendwie so was aufgetaucht. Mann. Schon sagen. Nein, das war sehr doof. Ma! Warum wird die Nitro-Kiste nicht aktiviert? Was soll denn das? Ja.
So, jetzt am besten mal ein Akku hier behalten. Und nicht so einen Scheiß machen. Ich dachte, das wird jetzt so mein großer Durchbruch, so, dass ich alles schaffe. Na, kann ich die überhaupt töten? Nee, was ist das denn? Ma! Sind aber so doof. Komm her. So, meine Güte. Sind die doof. Pff. Oh nein, das muss ich auch noch hier schaffen. Oh. Oh. Muss ich das ja auch noch alles hier schaffen, ohne zu verrecken. Ich muss halt echt bis zum nächsten Checkpoint noch schaffen. Ihr habt ja noch eine Male, Mann. Ja, wird schon gehen irgendwie. Oh Mann. So, Level Ende. Und Checkpoint, geil. Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt nur noch die restlichen Kisten alle sammeln. Also was ich hier machen muss, um so einen stinknormalen Edelstein zu bekommen, ne? Whoops. Das ist auch ganz schön heftig, ne? Oh, Pola, hi, wie geht's? Renn weg! Whoop. Komm mal! Ah. Ich finde das so geil, wie Pola immer alles überlebt. Das ist so geil gemacht. Also wir werden elektrisiert und er rutscht einfach so in Sicherheit. Ach Mann. Oh Mann. Na klar. Einfach tot gestürzt. Der arme Eisbär, der große, meine ich. Was? Wo habe ich zwei verpasst? Ich gehe nochmal zurück. Was zum Teufel? Lass mich verarschen. Was zum Teufel? Ich kann hier wirklich hin. Hi, Bruder, na. Was? Was zum Teufel? Totally beer. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Na gut. Ja. Fehlt noch eine. Da fehlt noch einer. Also da. Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Schnitt. Ja toll, wir haben zwei Kisten. Warum haben mir denn zwei Kisten gefehlt? Keine Ahnung. Jedenfalls mache ich einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.